Die sechste Etappe von Hainburg nach Bruck an der Leitha, das war die Niederösterreich-Etappe über 155 Kilometer. Es war eine flache Etappe. Es hat zwei, drei Bergwertungen gegeben, und zwar der Kategorie 4. Das heißt, es sind nicht viele Höhenmeter, die absolviert wurden. Gleich nach dem Start, da hat sie eine Gruppe absetzen können, darunter unter anderem Dominik Brändle vom Team Vorarlberg. Ja, diese Gruppe war aber nicht lange alleine vorne, dann ist eine weitere Gruppe ausgerissen und gerangen. 13 Mann waren es, darunter am Anfang Stefan Denifel vom Leopard Track Team. Im Verlauf des Rennens konnte diese Gruppe einen Vorsprung von maximal 5 Minuten herausholen. Der Vorsprung wurde aber gegen Ende des Rennens immer kleiner. Und kurz vor dem Ziel wurden dann die Ausreißer eingeholt und es kam zum Massensprint in Bruck an der Leitha. Greg von Avermaet vom Team BMC, er wurde hier Etappensieger. Er hatte noch am meisten Kraft, konnte sich durchsetzen und gewann also diese Etappe. Weiterhin im gelben Trikot nach dieser sechsten Etappe bleibt Frederik Kesiakow vom Team Astana und bester Österreicher bleibt Thomas Rohecker an der fünften Position. Die Entscheidung im Rahmen dieser 63. Österreich-Rundfahrt natürlich beim Einzelzeitfahren in Podersdorf. Frederik, wieder ein Tag näher. Am letzten Tag dann in Wien wird groß gefeiert oder kann groß gefeiert werden. Die heutige Etappe, ja, viele Berge waren nicht drin, ein paar Hügel. Nein, aber viel Wind. Yeah. Und das machte den Rennen heute sehr schwierig. Ich musste mich immer aufpassen und hatte wieder eine super Mannschaft. Die haben mich immer geholfen, die waren immer bei meiner Seite und das hat mich heute gerettet. Hat dich gerettet, morgen ist das Einzelzeitfahren, was darf man erwarten? Ja, ich erwarte, dass ich mich verteidigen kann. Und mit wie viel und so, das weiß ich noch nicht, aber mindestens, dass ich meine nächsten Konkurrenten hinter mir halten kann. Wir wünschen dir alles Gute. Danke. Bitte.